What does the New Germany think of economic developments in the States? Wir betrachten die wirtschaftliche Entwicklung in Amerikas mit dem allergrößten positiven Interesse. Und wir sind dort der festen Überzeugung, dass Präsident Roosevelt und seine Berater auf dem richtigen Wege sind. Es handelt sich in der Tat um das größte wirtschaftliche und soziale Problem aller Zeiten. Die vielen Millionen Arbeitslosen, die ihre Plätze an den Maschinen und in den Kontoren verloren haben, wieder an ihre alten Arbeitsstellen zurückzuführen. Das kann nicht allein der privaten Initiative überlassen werden. Ausschlaggebend ist, dass die öffentliche Hand mit positiven Maßnahmen eingreift. Some countries it is feared that this may produce inflation. Keineswegs. Es braucht damit nicht im Mindesten irgendeine Inflation verbunden zu sein. Denn jede Regierung wird so klug sein, produktive und nicht unproduktive wirtschaftliche Maßnahmen zu treffen. In Deutschland ist der Fall. Insoweit ich das in Amerika überschauen kann, hat Präsident Roosevelt und seine Berater auch dieselbe Absicht.